Wie ihr gesehen habt, ist die Benutzung des Smartphones auf dem E-Bike absolut gefährlich. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Gadgets Powered by PowerUnity. Wir freuen uns, dass ihr uns auch diesmal wieder in den Weiten des Internets gefunden habt. Und heute widmen wir uns dem Thema Handyhalterungen. Natürlich bleibt weiterhin die Benutzung des Smartphones während des Fahrradfahrens verboten. Nichtsdestotrotz, damit so etwas nicht nochmal passiert, zeigen wir euch heute unsere ganz persönliche Lösung für dieses Problem. Darf ich vorstellen? Die neueste Erfindung aus dem Hause Gadgets Powered by PowerUnity. TIEFIT. Ab jetzt habe ich alles perfekt im Griff und im Blick. Direkt auf meiner Krawatte. Lass uns das Teil mal testen. Also so hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Obwohl wir eine so gute Konstruktion hatten, müssen wir die wohl doch nochmal überdenken. Aber wir wären ja nicht Gadgets Powered by PowerUnity, wenn wir nicht noch irgendwas in der Sakko-Innentasche hätten. Und zwar von Bike Citizens. Finn. Während TIEFIT aus einem Kleiderbügel, einer Krawatte und jeder Menge Panzertape besteht, wird Finn aus Gummi gefertigt. Somit ist es flexibel und einfach zu montieren. Wie man sieht, egal wie steinig der Weg zur Arbeit ist, Finn von Bike Citizens macht seine Arbeit richtig gut. Das Handy hält perfekt, auf jeden Fall besser als bei unserem eigenen System TIEFIT. Damit müssen wir leider zugeben, dass unsere eigene Erfindung völliger Blödsinn ist. Ein durchaus schönes Gadget, aber völlig nutzlos, wenn euer E-Bike nicht mehr da ist. Deshalb Bike Tracks von PowerUnity.